Also ich habe vorsorglich die Badehose zu Hause gelassen, aber es ist schon erstaunlich, wie viele Leute hier es heute zum Badesee in Halsbesten zog. Eigentlich beginnt ja die Badesaison erst im April und kurz nach 10 sind schon so viele Leute da. Das wundert den Geschäftsführer vom Heidebad allerdings nicht. Tja, wir führen jedes Jahr ein traditionelles Neujahrsschwimmen durch und die Leute sind gierig, die können es kaum erwarten, in die Fluten zu springen. Tja, deswegen habe ich wenig Sorgen, wenn es auch heute richtig voll wird, man sieht es ja. Normalerweise ist ja so ein Neujahrsschwimmen immer auch ein Eisbaden. Wir sehen hier Bilder vom vergangenen Jahr. Da musste die Kettensäge den Weg freimachen zum Wasser hin. Da gab es Minustemperaturen, da bibberte man. Heute ist es doch eigentlich viel angenehmer für das Badevolk, oder? Für die Zuschauer ist es auf jeden Fall angenehm. Für die Badegäste, sage ich mal, ist es unangenehm, weil wir jetzt mit einer warmen Lufttemperatur ins eiskalte Wasser müssen. Also nur die Harten kommen in den Garten oder besser gesagt, die Abgehärteten gehen ins Wasser. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Vorbereitung, wie hier bei den Karatesportlern aus Halle. Sebastian, heute früh schon mal ein bisschen in der Badewanne vorgeglüht? Ja, ein klein wenig, haben wir uns darauf vorbereitet. Es ist auch ganz gut bei diesen Temperaturen, sich da ordentlich vorzubereiten. Gerade als Sportler weiß man ja, wie wichtig ist da die Erwärmung? Die ist sehr wichtig. Also wir wollten uns nicht auf das Urteil von Matze Knobel als Veranstalter verlassen, dass es eine reine Kopfsache ist. Also wir haben uns schon ordentlich vorbereitet mit Kalkut nach dem Training und natürlich das mentale Training. Hier wird ordentlich vorgeglüht mit Glühwein. Ich habe meine Badehose heute zu Hause gelassen, weil ich arbeiten muss. Warum sind Sie heute hier? Ja, wir wollen wenigstens sehen, wie andere mutig sind und ins Wasser steigen. Wir haben den Mut nicht. Um 11 Uhr war es dann soweit. Die Todesmutigen stürzen sich in die Fluten des doch ruhigen Heidesees. 6 Grad Wassertemperatur. Anscheinend das reinste Vergnügen. Einfach nur kalt. Aber macht Spaß. Gut. Ja, übrigens muss man hier nicht bis zur Badesaison warten, denn Matthias, hier im Heidebad ist ja eine ganze Menge mehr los, auch im Winter. Ja, na klar, wir haben geöffnet, Türen, Kletterwald, Strandcafé, Bratwurst, Glühwein, man kann das Bad einfach nur als Freizeitstätte besuchen. Besten Dank, Matthias. Ja, das war's hier vom Heidesee und weiter geht's mit wintersportlichen Aktivitäten bei uns im Mittagssport im warmen Studio.